Hallo und guten Tag, schön, dass Sie eingeschaltet haben zu unserer zweiten Folge Wer ist der Antichrist? Die Folgen sollen nicht dazu dienen, irgendeine hochglanz aufbereitete mystische Figur zu verklären oder irgendwie vorzustellen, sondern wir wollen zurück zur Schrift, ganz nüchtern, ganz einfach, ganz sachlich versuchen, das rauszuarbeiten, was die Bibel uns über diese Person sagt und daraus dann auch unsere Schlüsse zu ziehen. Aus dem, was wir jetzt schon gelernt haben in Daniel 2 und in Daniel 11, machen wir jetzt den Sprung rüber zu Offenbarung Kapitel 13 und Kapitel 17 und werden uns mal anschauen, was Johannes dazu zu sagen hat, dazu zu ergänzen hat. Er erwähnt zum Beispiel die Tiere aus dem Traum Daniels im Alten Testament in umgekehrter Reihenfolge. Das hat irgendwo auch seinen Sinn und seinen Zweck und wir werden das auch zuordnen können. Und ich glaube, es wird eine interessante Sache und wünsche viel Gewinn beim Zuschauen. Ja, fangen wir mal an, den Text zu lesen. Offenbarung 13, und ich trat an den Sand des Meers und sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 7 Häupter und 10 Hörner, und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern Namen der Lästerung. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder, und seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwenmund. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Stuhl und große Macht. Und ich sah seine Häupter eines, als wäre es tödlich wund, und seine tödliche Wunde ward heil, und der ganze Erdboden verwunderte sich des Tieres, und sie beteten den Drachen an, der dem Tier die Macht gab, und beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kriegen? Und es ward ihm gegeben, einen Mund zu reden, große Dinge und Lästerungen, und ward ihm gegeben, dass es mit ihm währte 42 Monate lang. Und es tat seinen Mund auf zur Lästerung gegen Gott, zu lästern seinen Namen und seine Hütte und die im Himmel wohnen. Und ihm ward gegeben, zu streiten mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und ihm ward gegeben, Macht über alle Geschlechter und Sprachen und Heiden. Und alle, die auf Erden wohnen, beten es an, deren Namen nicht geschrieben sind in dem Lebensbuch des Lammes, das erwürgt ist von Anfang der Welt. Hat jemand Ohren, der höre. So jemand in das Gefängnis führt, der wird in das Gefängnis gehen. So jemand mit dem Schwert tötet, der muss mit dem Schwert getötet werden. Hier ist Geduld und Glaube der Heiligen. Ja, schauen wir uns mal den Text an, Vers für Vers. Das ist vielleicht nicht so ganz die sinnvolle, also dem Sinn nach geordnete Reihenfolge, aber wir gehen dem einfach mal so Stück für Stück nach, weil das dann einfacher nachzuvollziehen ist. Also Johannes tritt an den Sand des Meeres. Das ist ein Bild auf das Meer der Nationen, das aufschäumt und wild wird, weil viel Krieg auch herrscht, so wie Jesus das auch für die Endzeit vorhergesagt hat. Und in diesem ganzen politischen Wirrwarr und diesen verschiedenen Kriegen sieht er ein Tier aus dem Meer steigen. Ein Tier aus dem Meer, das ist eigentlich ein Symbol biblischer Ausdrucksweise. Dieses Tier steht für ein Weltreich, also haben wir auch gesehen in Daniel. Und das Meer steht für das Meer der Nationen. Wir sehen später auch nochmal bei dem zweiten Tier, was in Offenbarung 13 beschrieben wird, und zwar in Offenbarung 13, Vers 11, dass ein weiteres Tier, ein zweites Tier auftaucht. Und das ist das Tier aus der Erde, vermutlich aus dem Land Israel. Diese beiden Tiere haben auch Bedeutung. Und zwar kann man sagen, dass dieses zweite Tier, dieses Tier aus dem Land, der falsche Prophet ist, der ein Jude ist, was ungewöhnlich klingt zunächst, aber aus dem Text hier auch ablesbar ist, während der Antichrist selbst ein Tier aus dem Meer ist, ein politischer Herrscher, der Führer eines Reichs aus den Nationen. Aber damit mal genug. Wir sehen hier zunächst in Vers 1 dieses Tier aus dem Meer, ein Reich, ein Weltreich aus dem Meer der Nationen taucht plötzlich auf, das gewesen ist und nicht ist und plötzlich wieder da ist. Später dann auch angedeutet in Vers 3, dass eines seiner Häupter tödlich wund war und seine tödliche Wunde wieder heil wurde. Und dieses Tier aus dem Meer, das hat 7 Häupter und 10 Hörner. Und damit kommen wir jetzt auch an dieses Thema aus Daniel 2 und Daniel 11. Diese 7 Häupter, die weisen darauf hin, dass das 7 Seleukidenkönige sind. Die haben wir in Daniel 11 sehr ausführlich auch schon mal behandelt. Wir werden das auch später noch mal genauer argumentieren. Aber dieses Tier hat 7 Häupter, hinweisend auf die Seleukidenkönige, und 10 Hörner, hinweisend auf die Dekapolis. Das ist ganz interessant zu sehen, dass da plötzlich diese Entsprechungen sind. Daniel hatte
in seiner Vision von den Tieren in der Nacht lediglich ein Reich gesehen, das 10 Hörner hatte. Während Johannes hier dazu nochmal ergänzt, dieses Tier hat nicht nur 10 Hörner, sondern auch 7 Häupter. Wer die Häupter im Einzelnen sind, können wir gleich nochmal anschauen in Offenbarung 17. Aber zunächst soll uns mal hier genügen, dass dieses letzte Weltreich, das hier auftaucht aus dem Nationenmeer, eine Kombination darstellt aus einem seleukidischen, in Klammern syrischen Reich und der Dekapolis, wie auch immer die zustande kommt. Das klingt zunächst mal ungewöhnlich, weil wir ja bislang auch mehr in Richtung römisches Reich orientiert worden sind. Aber nach dem, was wir jetzt gelesen haben, können wir mit Fug und Recht behaupten, dass ein seleukidisches Weltreich wieder aufkommt. Und das, was wir hier lesen und deuten, das ist auch in Übereinstimmung mit Daniel 2 und Daniel 7 und Daniel 11. Diese Kombination aus dem seleukidischen Weltreich und der Dekapolis. Interessant ist auch, dass es sehr viel einfacher fällt, die biblische Prophetie zu verstehen, wenn man sich von dem Gedanken, dass Rom das letzte Weltreich ist, entfernt und sich oder vielleicht mal voraussetzt für seine Überlegungen, dass dieses letzte Tier, was aus dem Meer aufsteigt, tatsächlich ein seleukidisches Weltreich ist. Im Prinzip das Endzeitreich dessen, der das auch schon mal praktiziert hat, alles nämlich Antiochos Epiphanes, der historische Typus des Antichristen ist. Und hier lesen wir jetzt auch von dem endzeitlichen Antichristen, hier noch angedeutet in seinem Reich, also im Prinzip dieses Reich selbst. Wir kommen aber später nochmal darauf in Offenbarung 17, dass es da tatsächlich auch um eine Person geht. Vielleicht noch eins, das ist auch interessant, diese 10 Hörner, die sind gekrönt. Das heißt, die Macht in dieser Kombination zwischen diesem seleukidischen Weltreich für die letzte Zeit und der Dekapolis sieht so aus, dass wohl die Dekapolis zunächst die politische Führung innehat und später erst sich der seleukidische König dahin zugesellt. Wir sehen das später auch nochmal, vielleicht nur ganz kurz angedeutet, dieses kleine Horn, was dann mitten drin aufkommt zwischen den 10 Hörnern in der danielischen Prophetie und dann nachher dazu führt, dass 3 Hörner ausgerissen werden und dieses kleine Horn dann plötzlich sehr, sehr groß wird, größer als die anderen Hörner und dann auch die Vormachtstellung übernimmt. Das ist auch in der Offenbarung angedeutet, weil wir nämlich in Offenbarung 12 sehen, dass das gleiche Tier, was hier in Offenbarung 13 auch erwähnt ist, dort auch nochmal beschrieben wird, allerdings mit dem Unterschied, dass dort die 7 Häupter gekrönt sind und die 10 Hörner nicht gekrönt sind. Das heißt, es sieht so aus, als ob die politische Vormachtstellung der 10 Hörner, die hier noch in Offenbarung 13, Vers 1 Kronen tragen, übergeht auf dieses Tier aus dem Meer, auf diesen Seleukidenkönig, der symbolisch durch diese 7 Häupter dargestellt wird und der dann schlussendlich gekrönt ist. Es sieht so aus, als ob diese Übergabe der politischen Macht und der Vormachtstellung irgendwo in der Mitte der 7-Jahr-Woche stattfindet, weil wir hier in Offenbarung 13, in Vers 5, nehmen wir vielleicht mal kurz vorweg, finden, dass dieses Tier, das hier die Macht hat, 42 Monate herrscht. Das ist aber nur eine Hälfte der Jahrwoche. Das sind nur 3,5 Jahre und keine 7 Jahre. Sieht also so aus, als ob die ersten 3,5 Jahre die Dekapolis die Vormachtstellung hat und diese Vormachtstellung dann übergeht auf diesen Endzeit-Antiochus, wenn wir so sagen wollen, auf diesen endzeitlichen Seleukidenkönig. Und wir finden hierzu auch eine Erklärung, Offenbarung 17, Vers 12, da wird gesagt, und die 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die das Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie eine Zeit Macht empfangen mit dem Tier. Das heißt also, diese Kombination, die wir hier sehen, aus diesen 7 Häuptern und den 10 Hörnern, deutet darauf hin, dass diese Dekapolis zur gleichen Zeit die Macht empfängt mit diesem Endzeit-Seleukiden, wenn man so sagen will. Und dann steht in Vers 13, die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier. Das heißt also, die übergeben ihre Kronen auf dieses Endzeit-Tier, auf diesen Endzeit-Seleukiden, der dann in Offenbarung 12 als gekröntes Tier erwähnt wird. Gehen wir dann mal über auf Vers 2. Das ist auch interessant, weil, wie schon angedeutet, Johannes in seiner Offenbarung das Tier, das er hier beschreibt, folgendermaßen zeichnet. Das Tier, das ich sah, war gleich einem Parder und seine Füße wie Bärenfüße und sein Mund wie eines Löwenmund. Und wenn man das genau liest, dann muss man sagen, Johannes kehrt die Reihenfolge der aus Daniel 7 bekannten Weltreiche um. Er listet die hier in umgekehrter Reihenfolge auf. Der Parder stand für Griechenland, der Bär stand für Medo-Persien und der Löwe stand für Babylon.
Und die historische Reihenfolge war halt Babylon, Medo-Persien, Griechenland. Während Johannes das hier genau umkehrt. Die Reihenfolge, die er hier zeigt, ist Griechenland, Medo-Persien, Babylon. Und das lässt darauf schließen, dass die gesamte Weltgeschichte zurückgedreht wird an den Anfang. Und zwar nicht nur bis zum Römischen Reich, sondern noch eine Raste oder noch mehrere Rasten weiter zurück, zum Schluss bis Babylon. Denn dieses Endzeitreich hat nicht nur die Auswirkungen eines seleukidischen Königs, sondern vereint in sich die Seleukiden, die Griechen, also Alexander den Großen, die Medo-Perser und die Babylonier. Das heißt, dieses endzeitliche Reich kann man gedanklich in seiner Ausprägung nicht nur auf die Seleukiden reduzieren, sondern das, was am Ende der Tage kommt, ist eine Zusammenschau, eine Zusammenfassung aller derer großen Weltreiche von Babylon an begonnen. Vielleicht die extreme Qualität Babylons, die Machtbesessenheit der Medo-Perser und die Schnelligkeit in der Ausprägung wie Alexander der Große. Das, was uns hier gezeigt wird von Johannes, ist ein endzeitliches Reich, das diese drei Qualitäten auf sich vereint, nämlich Parther, Bär, Löwe, Alexander der Große, Medo-Persien und Babylon, und das in der Gestalt dieses Endzeitkönigs aus den Seleukiden. Das ist etwas sehr Großes, was da kommt. Das ist vielleicht sogar mehr als das Römische Reich, wer weiß das? Es ist ja bekannt, dass die Seleukiden den eindeutigen Plan hatten, die Ptolemäer zu besiegen und umgekehrt natürlich auch, weil beide der Auffassung waren, dass sie dann die rechtmäßigen Nachfolger von Alexander dem Großen wurden. Also man kann sagen, in der Ausdehnung und in der Qualität dieser alten Weltreiche wird in der Endzeit ein Weltreich aufkommen. Das ist sehr erstaunlich für uns, weil wir damit eigentlich nicht gerechnet haben bisher. Wir hatten unsere Gedanken immer in Richtung Rom konzentriert und jetzt taucht plötzlich etwas ganz anderes vor uns auf und das ist sehr, sehr erstaunlich. Und so ist das ja eigentlich auch im Text hier genannt. Es steht nämlich direkt im folgenden Vers, dass der ganze Erdboden sich dieses Tiers verwunderte, weil nämlich niemand damit gerechnet hat. Dazu kommt eine sehr starke okkulte Prägung dieses Endzeitreichs, weil nämlich der Drache, das ist ein Bild für den Satan, für den Teufel, der gibt dem Tier seine Macht. Und die ganze Welt, alle die nicht im Lebensbuch des Lammes geschrieben stehen, die beten dieses Tier an und die beten auch den Drachen an. Und die sind fasziniert von dieser großen Macht dieses Tieres, denn sie sagen hier in Vers 4, wer ist dem Tier gleich? Und wer kann mit ihm kriegen? Ja, jetzt sind wir also mal am Ende angelangt, zumindest von Offenbarung 13. Wir werden in einem zweiten Teil uns nochmal Offenbarung 17 ansehen müssen und werden dort auch noch weitere Details finden zu dem Tier mit den 7 Häuptern und den 10 Hörnern. Ich würde mich freuen, wenn Sie dann auch wieder einschalten. Wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und auf Wiedersehen.